Hallo, mein Name ist Sandra Tümmel. Ich bin die Chefköchin im Landhaus Heidehof in Dippoldiswalde. Und heute kochen wir unser hausgemachtes sächsisches Rotkraut. Und hierzu habe ich schon meine Zutaten bereitgestellt. Neben dem Rotkraut habe ich hier Zucker, Salz, Pfefferkörner, Zwiebel, Piment, Essig, Stärke, Beerengrütze und zum Schluss auch noch die Lorbeerblätter. Als erstes putze ich das Rotkraut, dann nehme ich die Welkenblätter von meinem Rotkohl ab. Dann schneide ich den Strunk raus. So, und das schneiden wir dann schön in Würfel, so 2x2 cm. Damit sieht das auch aus wie auf jeden Fall selbst gemacht. Dann gebe ich das alles in meine Schüssel. Als nächstes mariniere ich mein Rotkraut. Dazu habe ich mir schon vorbereitet ein wenig Salz, Zucker, Pfefferkörner und natürlich Essig. Das Ganze arbeite ich dann kräftig durch und knete das alles ein. Das Ganze mache ich schon am Vortag und bereite mir das vor, damit die Gewürze und der Essig schon schön durchziehen kann und dort schon etwas Geschmack reinkommt. So, das Ganze decke ich dann ab und stelle das über Nacht in den Kühlschrank, damit das ordentlich durchziehen kann. So, als erstes fange ich jetzt an mit meiner Zwiebel. Die schneide ich mir in halbe feine Ringe. Und das mache ich deshalb schon, damit ich dann ordentlich loskochen kann und mir nichts anbrennt. So, und jetzt fangen wir an. Als erstes kommt ein bisschen Pflanzenöl in unseren Topf. Und da lasse ich jetzt meinen gewürfelten Bauchspeck aus. Und genauso wie die Zwiebel dann, sollte auch der Bauchspeck keine Farbe groß nehmen. Jetzt fügen wir unsere schon vorbereitete Zwiebel hinzu. Und hier soll man wirklich darauf aufpassen, dass die keine Farbe nimmt, wirklich nur glasig schwitzen. Und jetzt haben wir unser vom Vortag mariniertes Rotkraut. Dann hat das schon schön Farbe gelassen. Und das fügen wir jetzt hinzu. So. Ganz wichtig, immer umrühren, weil der Speck und die Zwiebeln sonst auch mal ganz leicht anbrennen können. Und jetzt fangen wir an mit Würzen. Lorbeeren. Piment. Und ein wenig Salz noch. Ich reduziere das Salz auch gerne ein bisschen und nehme dafür Gemüsebrühe. Da habe ich dann schon ein bisschen Würze drin sozusagen. Und gleichzeitig den Fond, weil sonst könnte man auch Wasser dazu nehmen. Und dann wieder ordentlich umrühren. Und dann können wir das Ganze noch mit dem Deckel zudecken. Dann drehen wir den Herd ein bisschen runter und lassen das bei geringer Hitze weitergaren, bis es bissfest ist. Ungefähr so eine Stunde hier vor sich hin köcheln, je nachdem wie weich oder wie bissfest man das haben möchte. Und immer zwischendurch wieder umrühren, damit es nicht anbrennt. So, da gucken wir jetzt mal in unseren Topf rein. Und das sieht doch schön gut aus. So, das hat jetzt schon die gewünschte Konsistenz. Und da können wir jetzt unsere Beerengrütze hinzufügen, die dann noch einen besonders fruchtigen Geschmack gibt. Das kann man auch machen mit Apfelspalten, Apfelmus, Johannisbeergelee, je nachdem, was der Geschmack so wünscht. So, und jetzt können wir ja schon mal kosten. Also ich würde sagen, das ist schon gelungen. Und nun können wir noch eine Bindung hinzufügen mit Stärke. Das hat zwei Vorteile. Einmal wird der Fond gebunden von dem Rotkraut und damit läuft das, wenn wir das anrichten, hier auf dem Teller so breit. Und des Weiteren überglänzt die Stärke des Rotkraut sehr schön und da sieht das nicht so stumpf aus. Die Stärke rühren wir jetzt mit kaltem Wasser an.
Und dann fügen wir die da hinzu, die eingerührte Stärke. Rühren ordentlich um. Und die Stärke bindet auch sofort, indem das aufkocht. Und damit haben wir jetzt ein sehr leckeres Rotkraut. Und dann können wir noch was Grünes drauf machen fürs Auge. So, und dann haben wir hier unser hausgemachtes sächsisches Rotkraut. Und das empfehlen wir am besten zu Rouladen, sächsischen Sauerbraten oder auch zu Wildgerichten und Wildgeflügel. Und jetzt wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen. Sei auch du dabei. Teile dein Rezept auf Topfgucker TV und nutze die Vorteile für deinen Erfolg.